Da sind wir wieder beim Racken. In der alten Formation. Und heute würde ich mich gerne mit dir über Essen unterhalten. Wir haben ja viel ausprobiert im Laufe unserer Sportlerkarriere. Wir haben uns Low Fat, High Carb ernährt. Wir haben uns Paleo ernährt. Keto, Atkins. Das würde mich jetzt interessieren. Hast du in deinen Pumperzeiten, damals in den 90ern, wo ja High Carb, Low Fat, sag ich jetzt mal, aktuell war, beziehungsweise leider ist es immer noch sehr aktuell, hast du dich da so ernährt, als du Masse aufbauen wolltest? Oder hast du dir einfach viele Weizens mit Weißwurst gegeben? Nee, das war immer. Also erstmal. Und Schokolade. Bei mir war immer Massephase. Nein. Ich habe ja nie Competition gemacht oder so. Von daher war ja bei mir Definition immer nur fürs Freibad. Ja. Und den Club. Und den Club, ja genau. Später dann. Wir haben schon mal so einen Scheiß ausprobiert, wie diese komischen Reiskekse zu fressen. Ja. Reiskekse, und also das war das. Kleine Geschichte, ja. Wir waren mal auf der FIBO. Oh Gott, ja. Und also wer die FIBO nicht kennt, ist die Fitness- und Bodybuilding-Messe. Ne? Die ist in Köln. Und da siehst du halt tatsächlich die Jungs, die da zum Posen sind. Ne? Da hat ja jeder, oder die manche Stände haben halt ihren eigenen Bodybuilder dabei sozusagen. Ja? Der dann so tut, als ob er den nur den Vorzeige. Ihr Zeug fressen würde und deswegen so breit ist. Und alles echt? Die posen halt dann, keine Ahnung, jede Stunde oder alle zwei Stunden oder so. Und dann pumpen die natürlich sich gut auf und so und ernähren sich dann halt auch dementsprechend. Und im Prinzip siehst du dann halt mal die Typen da sitzen mit ihrem 3 Kilo Eiweißbottich, ja. Also das war der härteste, den ich gesehen habe. Du siehst natürlich immer hier Chicken und Rice, ja. Also Hühnchen mit Reis, natürlich Hühnchen ohne Haut und Reis ohne Salz. Also super geil. Lecker, ja. Hauptsache kein Wasser ziehen und kein Fett essen. Ne? Und eben diese Reiskekse waren damals auch so. Die schmecken ja wie Styropor, wenn man es mal essen würde wahrscheinlich, so ungefähr. Ne? Aber jedenfalls, da war ein so ein Vieh gesessen, ne? Und der hat halt ungelogen, hat er mit dem Esslöffel, hat er das Eiweiß rausgeschaufelt, hat sich das aus dem Bottich, ja, gar nicht erst in den Teller rein, wofür auch, ja, aus dem Bott raus, ja, reingeschoben und dann mit Wasser, so einer Gallonenflasche Wasser, immer nachgespült und runtergewürgt praktisch, ja. Weil das kaust du ja auch nicht, ist ja Pulver. Und halt mischen im Shaker dauert zu lang. Ja, irgendwann gibst du auch auf. Außerdem verbrennt das wahrscheinlich zu viel Kalorien. Ja? Irgendwann gibst du auch auf. Ja, also irgendwann, wenn die Mengen, die da fressen müssen, das ist ja, hat ja mit gesund nichts zu tun. Ja. Und das ist halt hart, ne? Also ja, da musst du schon sagen, das ist Leistung. Also da ja, ich bin ja in einer Bodybuilder-Familie aufgewachsen. Mein Bruder war auch Wettkampf-Bodybuilder. Das so semi-professionell gemacht und meine Cousins und alles. Und ich habe schon alles erlebt und die haben auch regelmäßig nach dem Pumpen hat sich jeder so ein 500 Gramm Magerquark. Ja. Erstmal auch mit dem Löffel, ohne alles, einfach nach dem Training erstmal so 500 Gramm Magerquark reingezwungen und das hatte. Also da kann mir jeder erzählen, was er will, aber das macht absolut keinen Spaß. Denen hat es auch keinen Spaß gemacht, nee. Aber die haben eher einfach so einfach ein höheres Ziel, a bigger picture gesehen. Ja. Und die haben das halt gemacht und die haben halt da gar nicht mehr nachgedacht. Und auch vor den Wettkämpfen, was die da gegessen haben. Mein Bruder hat teilweise nur Salat, ohne alles, einfach nur Salat gegessen, ohne Salz, ohne alles, als vor dem Wettkampf, dass da alles ausgeschwemmt wird. Also das war eine Qual, das hat absolut keinen Spaß gemacht, aber deshalb bewundere ich das, einfach auch diese Disziplin, das durchzuhalten, ja, auch wenn was echt nicht gut schmeckt und echt ätzend ist, aber die ziehen das durch, deshalb wirklich mein Respekt. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich bevor ich selber Ernährungsberatung angefangen habe, habe ich mich mal ernährungsberaten lassen. Und der Typ
hat auch gesagt, ich muss halt ganz viel Eiweiß essen. Ich musste am Tag, glaube ich, über 200 Gramm Eiweiß essen. Und für diejenigen, die sich noch nicht damit so ein bisschen befasst haben, 200 Gramm Eiweiß heißt nicht einfach nur 200 Gramm Fleisch auf dem Teller, sondern das ist eine sehr, sehr große Menge und Eiweiß und ohne Supplemente und Proteinpulver und weiß ich, kannst du das eigentlich gar nicht am Tag schaffen. Nur so als Info, 100 Gramm Hühnerbrust hat 31 Gramm Eiweiß. Das heißt, ich musste da ganz schön viel Eiweiß und Supplemente nehmen und das hat mir gar nicht getaugt. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist nichts für mich, da stimmt irgendwas nicht. Da habe ich mich auch so ein bisschen angefangen, mit der Ernährung zu beschäftigen. Und jetzt, wenn ich in meinem Fragebogen die Leute frage, habt ihr schon mal so eine High-Protein-Diät gemacht? Sagen viele ja und vielen hat das auch nicht getaugt, vor allem Frauen nicht. Wieso hat das Frauen nicht getaugt? Ich kann's, die vertragen das nicht. Also erstens, man kann das nicht... Es ist fast nicht machbar. Ich musste teilweise dann auch mir abends, wie meine Bodybuilder-Geschwister, noch so einen Magerquark reinziehen, weil einfach damit das Eiweiß, das Resteiweiß, was ich am Tag über nicht geschafft habe zu essen, dass es halt reinkommt. Und ich muss dazu sagen, ich esse sehr gerne Fleisch und ich esse Fleisch. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie so minimal Fleisch gegessen habe und dann mein Eiweiß nicht hingekriegt habe. Also, aber das war eine Folter. Und ich glaube, auch viele schaffen es vielleicht nicht, weil sie es einfach nicht gestemmt bekommen. Und ich muss auch sagen, meine Verdauung hat es auch so ein bisschen aus dem Ruder geworfen. Also es hat irgendwie, ich habe mich allgemein nicht sehr, sehr gut gefühlt. Was würdest du sagen, war deine Lieblingsernährungsform, die wir bis jetzt gemacht haben? Und wir haben ja wirklich viel gemacht. Meine Lieblingsernährungsform. So, dass du dich am wohlsten gefühlt hast, dass du frei warst, dass es nicht so kompliziert war, dass du dich aber gut und fit gefühlt hast. Ja, finde ich, da gibt es keine so richtig. Das hat alle Vor- und Nachteile. Ja, finde ich auch. Sag mal so, wenn du jemanden hast, der gut für dich kochen kann, dann ist Low Carb oder so, ne? Läuft schon. Keto geht dann auch. Aber wenn du alles alleine machen musst, ja, dann würde ich jetzt zum Beispiel, naja, bei Keto wäre es wahrscheinlich relativ einseitig. Ich würde wahrscheinlich jeden Tag das gleiche essen. Irgendwas, was man am einfachsten vorbereiten kann und so. Das Problem bei mir ist mit Keto, ich muss eigentlich wahrscheinlich unter 20 Gramm Kohlenhydraten am Tag bleiben, dass das richtig funktioniert bei mir. Ja, weil du viel Eiweiß isst. Je mehr Kohlenhydrate du isst, desto weniger Eiweiß darfst du essen, weil dann das Eiweiß auch wieder in Glucose irgendwann umgewandelt wird. Und deshalb, wenn du mehr Eiweiß isst, mehr Fleisch, dann musst du halt die Kohlenhydrate runterschrauben. Das ist halt so ein bisschen so ein Hack, den viele nicht kennen und machen. Und da wären wir bei einem wichtigen Unterschied zwischen diesem High-Fat, Low-Carb und dem Low-Fat, High-Carb-Diät. Und zwar, also was mir aufgefallen ist, wenn ich zum Beispiel Keto esse, also High-Fat, Low-Carb, esse ich viel mehr unterschiedliche Sachen. Ich experimentiere viel, ja. Ich koche sehr viele unterschiedliche Fleischsorten, benutze viel mehr Käsesorten, viel mehr Gemüsesorten. Und bei Low Fat ist mir aufgefallen, dass ich auch immer das Gleiche esse. Komischerweise, weil du... Also in mir ist es schwer gefallen, weil es halt so geschmackslos war. Und ich musste, normalerweise benutze ich nie Soßen. Was war geschmackslos? Das Essen, das High, Low Fat, High Carb Essen war für mich sehr geschmackslos. Und ich bin ein Mensch, ich benutze nie Soßen, irgendwie Ketchup oder irgendwelche Soßen. Und da musste ich tatsächlich, habe ich mir so eine Barbecue-Soße gekauft, so eine High-Protein, fancy Barbecue-Soße und die habe ich zu allem gegessen und jede Mahlzeit hat nach dieser Barbecue-Soße geschmeckt.
Deshalb war mir das dann am Ende des Tages egal, was ich mir dazu bereite. Schmeckt eh alles nach Barbecue-Soße. Hm. Und das war so ein bisschen ja, enttäuschend. Nicht? Ich dachte immer so, oh, jetzt mache ich mal High Carb, weil das war auch meine Gains-Phase. Ja. Und es hat auch funktioniert, ja, keine Frage. Ich habe echt auch Muskeln aufgebaut. Ich war auch sehr zufrieden. Das war halt nur so, ich hatte immer Hunger und das Essen hat immer nach Barbecue-Soße geschmeckt. Und das war so geistig nicht sehr befriedigend. Und ich finde, ich jetzt als, ich mache jetzt keine Wettkämpfe mehr. Ich muss mich da schon ein bisschen mehr geistig überwinden, das dann durchzuhalten, weil ich einfach keinen höheren Sinn und Zweck dahinter habe, ja. Wobei ich dann bei Keto einfach mich so ein bisschen austoben kann. Alles schmeckt lecker. Du hast Käse, du hast halt Fett, was der Geschmacksträger ist. Du hast Olivenöl, du hast alles. Und das ist halt für mich einfach geistig besser zu verkraften, auf eine längere Zeit hingesehen. Und auch hier ist das Fazit: durchhalten. Egal, was man anfängt. Nach 3 Tagen kann man es nicht wissen, ob es funktioniert oder nicht.